Ihr habt es auch satt, jahrelang bei einer Mining-Tour auf einen Stein zu hauen? Dann holt euch jetzt den Ultimate Fist Mod, denn dieser fügt euch eine Power-Faust hinzu. Hallo liebe Minecraftler und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video von Miners 07 in Kooperation mit dem Team von Minecraft Version Changer. Okay, wir befinden uns hier in den Tiefen der Minecraft-Welt, denn heute geht es um einen kleinen, ganz nützlichen Mod. Naja, was heißt ganz klein? Er fügt euch nur eine Sache hinzu, aber die ist wirklich praktisch. Und zwar craften wir uns jetzt mal ein Ultimate Fist oder eher so eine Diamant-ultimative Faust sozusagen. Ja, so kann man es übersetzen. Und jetzt haben wir hier unsere Ultimate Fist. Ihr seht, das Crafting-Rezept sieht folgendermaßen aus. Außen Diamanten und innen zwei Leder. Dann bekommt ihr die Ultimate Fist. Mit dieser ist es euch möglich, Blöcke wie im Creative-Modus ganz einfach mit einem Schlag zu zerstören. Wenn ihr also einmal drückt, zerstört ihr manchmal sogar gleich zwei Blöcke. Es ist nicht unbedingt gut, wenn ihr jetzt gerade ein Haus baut, aber hier zum Beispiel, wenn ihr Gravel abbauen müsst, dann ist das schon ganz praktisch. Ihr bekommt natürlich alle Dinge, die ihr hier zerschlagt, völlig als Items ausgegeben. Sprich, ihr verliert durch diesen Mod keinerlei Items, könnt nur schneller an die kommen. Ja, Abnutzungsgrad ist überhaupt nicht vorhanden. Ihr könnt das also unendlich lange benutzen und die Ultimate Fist nutzt sich nicht im Ansatz ab. Und mehr ist es auch gar nicht, was euch der Mod hinzufügt. Ich würde sagen, wir schauen noch kurz auf die Installation. So, und nach diesem recht kurzen Ingame-Teil sehen wir uns hier auch schon bei der Installation auf dem Desktop. Zuerst öffnen wir einmal den Minecraft Version Changer, klicken auf Ausführen und warten einen kleinen Moment, während das wunderbare Programm kurz lädt. Wenn ihr nicht wisst, was der Minecraft Version Changer ist, dann schaut einfach das Video im Kanal dazu oder geht einfach auf mvc.craften.de. Okay, gehen wir nun auf unsere aktuelle Minecraft-Version, für die wir den Mod installieren wollen. Und dann gehen wir hier in die Liste und suchen einmal nach Modloader. Wo ist der Modloader? Irgendwo hier sollte er sein. Da ist er. Und dann eben noch nach Ultimate Fist und einen Doppelklick darauf, Version ändern. Währenddessen ganz wichtig, Minecraft geschlossen halten. Jetzt klicken wir auf Minecraft starten, Login, Vollbild und dann haben wir uns auch schon erfolgreich die Modifikation installiert. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Sage tschüss, bis zum nächsten Video von TheMiners07 in Kooperation mit dem Team vom Minecraft Version Changer.